Handball-Bundesligist VfL Gummersbach muss in den kommenden Wochen auf Rückraumshooter Stanislav Zukov verzichten. Der 26-Jährige zog sich im Spiel bei der MT Melsungen 27:33 einen Bruch des Zeigefingers seiner rechten Wurfhand zu. Nach seiner OP am Montag wird der Ukrainer dem kriselnden Traditionsverein mehrere Wochen fehlen. Dies teilten die Gummersbacher am Freitag mit. Das ist natürlich ein schwerwiegender Verlust, weil er im Angriff und auch vor allem in der Abwehr ein sehr wichtiger Spieler für uns ist, sagte VfL-Geschäftsführer Christoph Schindler. In der Bundesliga-Tabelle liegt der frühere Meister mit nur einem Sieg aus 6 Spielen auf dem 16. Rang.